Das stimmt, der artet im Moment wirklich aus. Ne? Es wird ja Hm. schlimmer statt besser. Und ich habe letztes Jahr gedacht, es würde besser werden. Ich hatte dir ja auch erzählt, dass ich auf einer Fortbildung war. Und die Frau, die hatte also mit Hilfe von einer anderen Dame, also praktisch jetzt einen Menschen kennengelernt. Sie hat gesagt, ich muss mich sichtbar machen. Sonst weiß ja keiner, dass ich einen Partner suche. Und die ist dann auf eine Dating-Plattform gegangen, also ich nenne den Namen jetzt nicht. Die war aber früher ein bisschen verrufen. Dann habe ich schon gedacht, oh nein, wieso ausgerechnet diese? Aber ist ja egal, wo man drauf geht im Endeffekt. Und schon nach einer Woche, gut, dass man auf Wolke 7 schwebt, kann ich verstehen. Ich habe sie mir angesehen, habe gesagt, habe ich so auch ausgesehen und so gestrahlt, ne? Also ich habe das sozusagen gespiegelt bekommen, was ich vor, waren das 4 Jahre oder so, erlebt habe. Und dann erzählte sie, ach, das ist so toll. Und er ist Franzose. Da fing aber das, die kam jetzt auch zufällig aus Frankreich, war jetzt die Übertragung. Aber da Frankreich, da klingelten schon meine Glocken. Und dann, ja. Und das ist genau das, was ich mir erträumt habe. Der Mann, der sieht so toll aus, der mit seinem Boot und dem kleinen Kind daneben. Genau ein erfolgreicher Geschäftsmann. Genau das wollte ich haben. Ich hörte ja vorher Tinder, Franzose, dann die Bildbeschreibung, also schon, oh, jetzt habe ich es gesagt, aber auf jeden Fall diese Plattform plus Franzose, habe ich gedacht, nee, Mädchen, das kann jetzt nicht wahr sein. Sie strahlt über alles, habe ich gedacht, toll. Hat schon richtige Leistung verbracht. Dann sagte sie, und das Tolle ist, er spricht sogar Deutsch. Gedacht, ja, noch besser. Und dann kam, also wirklich eine Woche kannte die den, ja, wir werden zusammenziehen. Und dann habe ich gedacht, die toppt sogar mich noch. Und ich habe also, das weiß ja meine Warnung, dahingeschrieben. Mehr konnte ich ja nicht. Und ich hoffe, dass die jetzt gehört haben. Aber bei mir sind alle Alarmglocken. Ja, Glocken losgegangen, weil ich nur dachte, nein, nicht schon wieder. Weil du weißt ja auch, nachdem mir das passiert ist, bei mir waren das von Mitte November 2017 bis Ostern 2018. Und dann habe ich ja noch ein ganzes Jahr, über ein Jahr, meinen Betrüger mehr oder weniger regelmäßig geschrieben oder auch mit ihm telefoniert. Wir haben von Anfang an ja telefoniert. Aber in diesem letzten Dreivierteljahr habe ich nur Freundschaftsanfragen angenommen von Betrügern und mit denen geschrieben und habe die studiert und geschaut, was sie machen, wie die arbeiten und so weiter. Bis zu dem Tag X. Kennst du den Tag X? Als alle meine Betrüger verschwanden, meine halben Storys weg waren, da seid ihr dann auf mein Profil gestoßen, habt erstmal mein Profil gereinigt. So, aber ich sag jetzt mal, wie man sich danach fühlt, weil du kennst das ja vom Erzählen. Also ich war tot. Ich war jahrelang tot und ich bin auch bis heute, es sind ja dann schon, sag mal, Ostern 2018 bis heute sind ja, ist ja schon eine gewisse Zeit. Da ist noch immer dieses Misstrauen gegenüber Menschen oder auch wenn ich diese Freundschaftsanfragen bekomme, die sind ja manche, also wenn ich sie nicht persönlich kenne, sind die wochenlang da drauf und ich gucke erstmal, gibt es die noch? Wenn die von alleine verschwinden, dann weiß ich, okay. Aber man ist so tot, man steht nur noch auf, da ich ja Familie habe, bin ich immer nur aufgestanden und habe nur noch Familie versorgt, habe meine Arbeit gemacht, habe viel vergessen, ich habe also nur noch funktioniert. Also man funktioniert im Endeffekt so. Das ist so. Als wenn, ja, als wenn irgendetwas in einem stirbt, aber richtig abstirbt. Ne? Und dann wird man wach, dann kommen die Mahnungen, dann kommt so alles rein. Oh ja, stimmt. Oh ja, dann geht man auf sein Bankkonto und weiß gar nicht mehr im ersten Moment, wie man das handeln soll. Und dann redet man mit den Leuten und dann sagen die, oh ja, alles klar. Was können wir machen? Was können Sie zahlen? Und dann zahlt man alles Schrittchen für Schrittchen ab, aber man muss dann auch mit den Leuten reden. Na, also es war ja nicht viel, was ich jetzt abzahlen musste, aber ich habe meine Altersvorsorge sozusagen verspielt. Ne?
also meine Altersvorsorge und die ich dann anlegen wollte jetzt nochmal. Und dann wäre ich also auf einem grünen Zweig und ich arbeite mich gerade wieder dahin. Das kann ich jetzt mal so freundlich hier sagen. Und dann versucht man wieder sein Leben aufzubauen. Man weiß gar nicht mehr, das ist so, als wenn entweder ein Sandberg auf einen geschüttet worden ist oder der ganze Inhalt vom Haus auf, oder von der Wohnung auf einen rauffällt. Man weiß gar nicht mehr, wo geht man hin, was will ich überhaupt. Und das Allerschlimmste, was wirklich ist, und das haben auch viele Menschen zu spüren bekommen, das ist einfach, was du auch sagtest, der Verlust des Vertrauens in die Menschen und in die Menschheit. Also in jeden einzelnen Menschen, nicht nur den, den man im Internet kennenlernt, über irgendeine Plattform, sondern auch die Menschen, die man neu kennenlernt, vis-à-vis. Man traut keinem, man vertraut keinem mehr. Und das ist für mich Das persönlich ist das das Schlimmste. Allerschlimmste. Ja, absolut. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Dass man nicht mehr offen auf Menschen zugehen kann, weil man im Hinterkopf dann immer hat, ist das auch ein Betrüger?